Mein Name ist Henning Hartmann, ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Strafrecht in Oranienburg bei Berlin. Wieder mal Thema Geschwindigkeitsverstoß und heute soll es um einen Rechtfertigungsgrund gehen. Wie bei jeder Straftat ist auch bei jeder Ordnungswidrigkeit grundsätzlich die Frage der Rechtfertigung zu prüfen. Und es geht heute um die Frage, ob möglicherweise die schwache Blase, wenn man also einen starken Drang zur Verrichtung der Notdurft hatte, ob das ein Grund sein kann, der einen Geschwindigkeitsverstoß rechtfertigt. Diverse Gerichte haben das bereits bejaht. Allerdings hat nun das OLG Hamm in einer Entscheidung vom Oktober 2017 klargestellt, dass nur eine besondere körperliche Disposition des Betroffenen, zum Beispiel durch Krankheit oder Schwangerschaft, eine solche Rechtfertigungssituation auslösen kann. Im Normalfall ist die schwache Blase daher kein Rechtfertigungsgrund für einen Geschwindigkeitsverstoß. Wenn Sie diese Videos abonnieren möchten, können Sie das tun unterhalb der Box. Ich werde in den nächsten Wochen weitere Videos veröffentlichen.